Ja, halli, hallo, hallöle, ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu Sheltered. Das ist ein neuer Tag, Sonntagmittag, behindertes Wetter. Was macht man da am besten? Klar, man spielt Sheltered und nimmt es natürlich auch gleich auf. Und was haben wir denn hier? Schneckball ist in der Bank. Oh ja, klar, möchte ich, dass ihr euch umseht. Ich weiß jetzt allerdings gar nicht, ich kann mich noch erinnern, in der letzten Folge hat Hiro ganz schön aufs Maul gekriegt, ne? Dementsprechend wäre es, glaube ich, nicht so schlau, die jetzt kämpfen zu lassen. Das lassen wir lieber. Wir haben, 27 Wasser nur noch. 25 Benzin. Weil Essen haben wir ganz schön viel, das finde ich gut. Platz 60. Wir stehen gar nicht so schlecht da. Ja, Hiro, natürlich möchten wir die Objekte untersuchen. Oh, wir sind auch ganz schön voll wieder. Jetzt kommt wieder so die Geschichte, guck mal, das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Können wir das mitnehmen? Ja, sehr schön. Können wir davon was mitnehmen? Nein. Davon? Nein. Davon? Nein. Das ist sehr ungünstig. Was möchten wir denn liegen lassen? Essen möchte ich mitnehmen, Benzin möchte ich eigentlich auch ganz gerne mitnehmen. Schallplatten haben wir eigentlich jetzt en masse, glaube ich. Ich packe die mal raus und nehme mal die Patrone mit. Was ist das? Schrotflintenmunition? Ja. Ja, finden wir gut. Rohre möchte ich eigentlich auch gerne mitnehmen. Was lassen wir? Können wir davon was weglassen? Eher ungern, ne? Hiervon haben wir noch 7. Wie viele Rohre haben wir denn? 11. Davon haben wir noch 19. Kordit haben wir 4. Wir machen das Kordit mal... Ach nee, Quatsch, die Nägel... Ach so, wir holen mal hier das Rohr mit. Das sind ja Waffen, Bewährungsstab, was auch immer das sein soll. Das brauchen wir, glaube ich, nicht zwangsläufig. Oh ja, Holz. Unbedingt Holz. Finde ich sehr gut. Ich muss dann gleich auch nochmal gucken, was wir denn alles so geplant haben. Ich möchte ja das Womo auf jeden Fall mal fit machen. So, wir nehmen das hier jetzt mal so mit. Yo. Ist natürlich die Frage, ob wir Pada und Hauke auch mal mitnehmen auf so eine kleine Exkursion. Und an Wohnwagenteilen haben wir, glaube ich, gar nichts, ne? Wo seid ihr denn jetzt? In einem Haus? Komm, wir gucken mal ganz kurz. Nee, warte mal. Nee, warte mal auf die Karte. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ach ja, ihr seid mitten in der Stadt. Machen wir hier ein bisschen weiter. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh, guck mal an. Tatsächlich wird mir jetzt hier angezeigt, wo Dinge sind. Das ist neu. Seht ihr, ich habe mal wieder nicht mitgekriegt, wann es hier ein Update gab. Manchmal mache ich Steam einfach an und lasse durchlaufen, was so durchlaufen will. Gucke aber gar nicht drauf, was dann tatsächlich update. Das ist ja mal cool. Guck mal, das hier ist eine Riesenstadt nochmal. Das können wir uns doch mal vornehmen, wenn wir tatsächlich mal den Wohnwagen fitti kriegen, oder? Und hier können wir eigentlich auch mal hin, sogar ohne Wohnwagen. Da waren wir schon. Das kennen wir noch nicht. Das ist ja klasse. Und hier sind auch mehrere Ansammlungen von Dingern. Geil. Ich bin begeistert. Oh ja, Schneckball sieht auch ganz schlecht aus, was so ihre... Ist die Frage, ob wir die mal zurückrufen wollen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Und was machen wir hier in der Zeit? Wir gucken mal aufs Notizbrett. Wow. Oh, der Generator. Oh, der Generator. Hauke, walte deines... Reparieren. Deines technischen Amtes. Nee. Nee, lass mal lieber. Genau, walte deines technischen Amtes und repariere hier mal Dinge. Oh, das geht ja fix hier. Ja, Schneckball, wir möchten... Oh, geil, Gasmasken, yes. Davon können wir nichts mehr mitnehmen, aber Rohre unbedingt. Nägel, gerne. Gibt's hier sonst noch was? Nee. Nee. Nö. 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 Teddys? Nö. Ja, aber passt. Rohre haben wir. Was habe ich jetzt? Irgendwas habe ich noch mitgenommen. Aber das ist gut. Das ist gut. Ja, Benzin und Essen würde ich gerne mitnehmen, aber. Pff. Ne, ihr wisst, wie das ist. Ihr wisst, wie das ist. Wir können ja mal gerade ganz kurz schauen. Was, können wir schon Level 3 Sachen machen? Genau. Was möchten wir denn als nächstes so grundsätzlich mal bauen? So ein Metalldetektor wäre schon geil, ne? Oh, 5 Batterien brauchen wir dafür. Dann können wir die auch mal bald... Ich muss mir hier eine Liste anfertigen. Ich habe mal wieder... Ich habe keinen Stift hier liegen und keinen gescheiten Zettel. Es ist ein Schreibtisch, der ist voller Kram, aber nichts an den Dingen... Wir brauchen also nichts, können wir davon wirklich... Also kann ich jetzt hier eine Rohrbombe? Geil. Ein selbst hergestellter Sprengstoff mit Metallsplittern, der im Umkreis Schaden verursacht, rüste sie aus und nütze sie bei Expeditionen. Oh, das ist ein großer Rucksack.
Tasche mit zwei Riemen, nützlich beim Tragen, bietet zusätzlich 8 Slots. Ich bin am Überlegen. Wieso so viel machen? So viel kann ich gar nicht hier. Orte durchsuchen. Ich bin überfordert. Pada, nimm dir mal einen Anzug. Warte mal. Kann man das nicht auch so aufrüsten? Ich wollte ja das, ne? Und dafür fehlen mir immer noch 2 Leder. Ach, ich habe die Effizienz schon. Ach, die habe ich schon. Wow. Die habe ich schon. Wie wär's denn hiermit mal? Davon haben wir noch gar nichts aufgerüstet. Müssen wir das? Haltbarkeit. Brauchen ja was zu tun für die Leute. Widerstand. Erhöht den Widerstand des Sauerstofffilters gegen schwarzen Regen und Sandstürme um 10. Ach, scheiß doch auf den Sauerstofffilter, oder? Okay, und hier haben wir wirklich noch gar nichts. Keine Zündkerzen, Autobatterien. Wir können da auch, glaube ich, nichts herstellen von. Das wäre mal nicht schlecht, sowas mal zu finden. Wollen wir dann mal so einen großen Rucksack fertigen, Leute? Haben wir eigentlich schon eine gute Dusche und so? Haben wir alles, ne? Ist nicht die beste, aber es ist okay. Oh, guck mal, was finden wir? Nichts, was wir brauchen. Wasser können wir noch mitnehmen. Den Rest haben wir keinen Platz mehr. Ja, ne? Aber ich will auch nichts aufgeben. Dass das so schlau ist, ist die andere Sache. Ich könnte mal wieder ein bisschen Regen gebrauchen. 27 Regen reicht... 27 Regen vor allem. 27 Wasser reicht nicht für die nächste Exkursion. Kleines Haus untersuchen. Ja, bitte. Und ich glaube, ich möchte tatsächlich diesen Rucksack machen. Ja. Aber die möchte ich auch gerne machen. Ich könnte ja theoretisch beides machen. Die wäre auch geil, aber 10 Leder. Also brauche noch 4 Stück. Fortschrittlicher Fallstrick. Die humanste und effizienteste Falle, die gebaut werden kann. Durch diese Falle können die meisten Rationen aus den gefangenen Tieren erhalten werden. Ja, dass sich das aufzusparen, wäre gar nicht so dumm, ne? Hierfür brauchen wir mehr Linsen. Ich glaube, wir haben welche dabei. Ja, Batterien, ne? Guter Ofen. Ein vernünftig gebauter Ofen kann die Effizienz... Das ist, glaube ich, the way to go. Guck mal, du kannst das hier mal dekonstruieren, Pada. Und dann bauen wir uns, glaube ich, mal einen guten Ofen. Ich denke, das wäre eine tatsächlich sehr gescheite Investition. Weil wenn das Essen länger hält, dann haben wir von unseren... Wie viel haben wir ja? 39 Rationen tatsächlich ein bisschen mehr. Nee. Möchte ich nicht so gerne im Moment. Möchte ich nicht so gerne. Wenn das da zum Kampf kommt, dann kann Schneckball ganz schnell... Ist der kaputt? Hinüber sein. Und das möchte ich nicht. Ja, Blumenhändler. Geh doch mal gucken, ob da lustige Blumen findest, die wir hier einbauen können. Warum denn auch nicht? Ne? Warum denn auch nicht? Oh ja, als allernächstes musst du ja auf jeden Fall das Ding da mal reparieren. Nimm dir mal... Ja, danke. Oh, 7 Metall, geil. Nimm dir mal einen Anzug, bitte. Und dann gehst du das mal reparieren. In der Zeit können wir... Upsi, die Übertragung annehmen. Schneckball an Basis. Wir haben jemanden bei diesem Blumenhändler gefunden. Sie geben uns Signale. Ich glaube, dass sie mit uns sprechen wollen. Was denkst du, was sollen wir tun? Nee, lass die in Ruhe. Ich bin ängstlich. Wenn ihr wieder fit seid, können wir gerne wieder kloppen. Ja, gucken wir uns die Objekte an. Oh, Samen. Eigentlich will ich sie. Ich weiß nicht, ob wir welche haben. Ich weiß es wirklich nicht, aber was gehen wir davon auf? Die Seile auf keinen Fall. Die Farbdose will ich eigentlich auch behalten. Von den Federn haben wir relativ viele. Ich weiß allerdings nicht, wie das dann aussieht, wenn wir den Ofen gebaut haben. Sollen wir so eine Säge mal weglassen? Wir haben ja dann hier so einen Bohrer, ne? Gut, eine Säge und einen Bohrer kann man jetzt nicht unbedingt gleichstellen. Ach komm, wir machen das so rum. Das Rohr können wir noch mitnehmen. Wasser ist voll. Das alles haben wir nicht. Machen wir so. Weiß nicht, ob das zu schlau war. Ich weiß nämlich auch nicht, haben wir Samen irgendwo? Schon. Valium. Ich sehe gerade keine auf den ersten Blick. Ich glaube, wir haben auch tatsächlich keine Samen. Dann war das vielleicht gar keine so schlechte Investition. Pada, magst du dich mal ein bisschen beeilen mit dem Reparieren? Und Hauke muss mal ins Bettchen. Oh ja. Trinken musst du auch bald was. Ja, guckt euch doch bitte die Orte an. Dafür schicke ich euch da ja hin. Brauchst eigentlich nicht immer fragen, Mensch.
So. Objekte. Geil Nägel. Geil Farbdose. Will ich alles haben? Ich will das auch haben. Der Platz reicht nicht. Wir haben nur 7. Wir haben eh nicht genug Holz, um so ein blödes Ding zu bauen, ne? So ein Bücherregal. Ist halt alles nicht so einfach. Und das sind alles Dinge, die brauchen wir ganz dringend. Besonders später für Masken. Also so viele haben wir, glaube ich. Haben wir überhaupt noch welche? Haben wir noch Masken? Eine. Also quasi 3 dann. Ist jetzt nicht die Welt, Leute, ne? Ist jetzt nicht die Welt. Die Dusche könnt ihr auch bald mal reparieren. Ja, kleine Fabrik. Ja, ja, guck's dir an. Mach mal auf jeden Fall. Bin ich dabei? Wie geht's dem Pader? Eigentlich ganz gut. Der kann dann eigentlich gleich, denke ich mal, die Dusche reparieren. Objekte. So, jetzt geht's hier wieder los. Ein Rohr hätte ich gerne, das hätte ich gerne. Die Lampe hätte ich eigentlich auch ganz gerne, aber dafür haben wir keinen Platz. Wie viel haben wir davon? Keine. Das ist ja praktisch. Eine Nagelpistole wäre ja auch mal geil. Aber ich weiß, die Leute, die mal denken, warum schleppst du die behinderte Farbdose mit, aber ich möchte gerne meinen Bunker etwas hübscher machen. Vergesst nicht, Pada und Hauke, die sind den ganzen lieben langen Tag da drin. Die kommen ja auch nicht raus, weil die sind zu schwächlich auf der Brust. Die kann ich nicht rauslassen. Die brauchen sowas. Also, ich gehe nochmal durch. Nee, das kann ich definitiv. Nee. Ich glaube, die Dinger brauchten wir auch für irgendwas, ne? Und ich habe es schon wieder vergessen. Yes. So, Pada, mein Lieber. Du hast dir jetzt mal einen Schluck Wasser verdient. Und dann bitte ich dich einmal, die Dusche zu reparieren. Yes. So, Eisenwarengeschäft. Ja, bitte. Und wenn Hauke einigermaßen ausgeschlafen ist, es dauert noch ein bisschen, dann kann der auch was trinken und den Ofen neu aufbauen. Wäre ich total dafür. Okay, Hieron Basus, wir haben bei diesem Eisenwarengeschäft gefunden. Ist das, ja, sag mir. Ja, das will ich auf jeden Fall. Das kann ich mir nicht mitnehmen, das ist schade. Das will ich auf jeden Fall, das und das. Und da bin ich schon fast zufrieden, weil jetzt haben wir noch 3, jetzt haben wir schon 3 Seile. Was habe ich da noch mitgenommen? Habe ich schon wieder vergessen, ne? Nylon habe ich, glaube ich, auch mitgenommen jetzt gerade. Was war denn das andere? Das hier? I don't know. Das hätte ich auch gerne. Aber davon haben wir 17. Ist nicht so dramatisch. Ja, passt so. Passt. Nehmen wir. Hätte ich gern. Ist heute die große Instandsetzungs- und Orte durchsuchen Folge. So ist das halt bei dem Spiel. Was will man machen? Noch mehr Objekte. Gib mir... Oh, geil. Geil. Gib mir... Oh, den will ich eigentlich auch. Und das will ich eigentlich auch. Und das ist schon... Oh, nein. Aber ich habe da 2 Stück von, ne? Mein Gott. Und die will ich jetzt eigentlich auch, weil ich weiß, dass ich sie brauche. Es geht nicht, Leute. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Wir müssen das so machen. Wir müssen uns ein paar Gegenstände raussuchen und uns darauf bei der nächsten Exkursion definitiv dann konzentrieren. Und momentan habe ich den Plan gerade wieder nicht in der Tasche. Dich will ich. Den Rest kann ich leider nicht. Nee, glaub nicht. Meine Herren, ihr seid aber hier auch gut dabei. Wo seid ihr denn? Ah, gut, die noch so richtig auf dem Rückweg wohl nicht, aber bald. Ich will die Dinge haben. Gib mir die Dinge. Ja, guck's dir an. Oh, Leder. Oh, ich will es. Oh, ich will es. Aber ich will nichts aufgeben. Ich will nichts aufgeben. Können wir das hier aufgeben? Eigentlich nicht, ne? Die Werkzeuge möchte ich eigentlich auch ungern aufgeben, weil da gehen Sachen vielleicht einfach schneller. Aber ist das so wichtig? Ist das so wichtig? Ah. Ich kann mich nicht entscheiden. Na, wir lassen es so. Oh, ich glaube, das war eine schlechte Idee, weil ich brauche bestimmt bald wieder Leder. Wir lassen es erstmal so. Jupp, guck's dir an.
Was finden wir jetzt? Holz. Oh, das will ich auch. Nein! Ich muss mehr Leute rausschicken. Es nützt alles nichts. Ich glaube, ich muss die Kinder bald mal mitschicken. Oh, nee. Weg von denen. So, Hauke, trink was. Ah, wir brauchen unbedingt wieder Wasser, ne? Wir haben überhaupt nicht mehr so viel Wasser. 25. Das reicht ja im Leben nicht, um gescheite Sachen zu machen. Ein mittelgroßes Haus, ja. So, haben wir auch alles repariert, was so zu reparieren ist. Wir können ein Bett mal langsam und der Sauerstofffilter. Guck mal, dann kannst du mal... Welches Bett ist denn kaputt? Das hier. Das kannst du mal reparieren. Und Hauke, huch, schnappt sich mal einen Anzug und repariert den mal. Beim mittelmäßigen Sandsturm hast du auch ein bisschen Fun draußen, würde ich sagen. Yes, Objekte. Oh, schon wieder Leder. Das und das auf jeden Fall. Das auch. Jetzt kann ich die Dosen nicht mehr abgeben, das wisst ihr, ne? Sicherung. Schutzschalter. Sonst kann ich nichts mitnehmen. Sonst kann ich nichts mitnehmen. Das ist furchtbar. Der Rucksack wird auf jeden Fall gebaut. Machst du mir den mal bitte kurz? Ich habe den noch nicht gebaut, oder? Hab ich? Hab ich nicht? Hab ich nicht. Sieht nicht so aus. Objekt fertigen. Ach nee, wir wollten erst den... Wir wollten erst den Ofen. Guck mal, erst den Ofen. Hier hin. Und den Rucksack können wir ja dann trotzdem immer noch machen. Das kann dann Hauke machen. Yes! Dann können wir mehr Sachen einheimsen. I love it. Hauke. Okay, okay. So, Anzug zurückgeben. Und Objekt fertigen. Und ich hätte gerne den mordsmäßig geilen Rucksack. Und wir haben hier eigentlich gar nichts an Werkzeug. Ach ja, hier eins hat Dingsbums. Pada. Der hat einen Hammer. Er hat auch einen Hammer. Ist ja ein Traum. Alle holen einen Hammer, obwohl wir andere Sachen... Nee. Das ist überlassen der Gruppe. Oh Gott, Leute, kommt bitte gesund wieder zurück. Bitte. Oh, ihr Lieben, ich würde auch sagen, diesen Funkspruch nehmen wir in der nächsten Folge an. Es wird so langsam aber sicher wieder Zeit. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.